Ein Student voller Lebenslust und Neugier wollte die Welt bereisen, fremde Kulturen kennenlernen und sehen, wie es hinter dem Tellerrand aussieht. Nichts Ungewöhnliches in heutigen Zeiten. Was die Geschichte so ungewöhnlich macht, ist jedoch das Reiseziel. Es geht nach Nordkorea, die Heimat des umstrittenen Machthabers Kim Jong-un. Was als aufregende Reise begann, wurde für einen jungen Studenten zum Höllentrip. Das ist die Geschichte von Otto Warmbier. Otto Frederick Warmbier wuchs als eines von drei Kindern von Cynthia und Fred Warmbier in Cincinnati, Ohio auf. Er besuchte die University of Virginia, um dort seinen Abschluss in Commerce und Economics zu machen. Er galt als Musterstudent und wird zudem als äußerst beliebt beschrieben. Seine große Leidenschaft galt dem Reisen. Israel, Ecuador und Kuba waren seine letzten Reiseziele. Umso größer war sein Interesse, als er an seiner Universität auf eine Reisewerbung gestoßen ist. Sie stammte von einer Organisation namens Young Pioneer Tours. Der Slogan war: Reiseziele, von denen deine Mutter nicht möchte, dass du sie besuchst. Eine Reise davon führte nach Nordkorea. Für Otto war schnell klar, diese Reise möchte er mit antreten. Nordkorea ist ein kontroverses Land, in das Menschen von außerhalb kaum Zugang haben. Aber eben diese Menschen wollte Otto kennenlernen. Natürlich waren seine Eltern alles andere als begeistert von den Plänen ihres Sohnes. Aber wenn Otto sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist es schwer, ihn von seinen Plänen abzubringen. Und zudem wirbt die Reisegruppe damit, dass die Ausflüge absolut sicher seien. Otto bekam das Einverständnis seiner Eltern. Die Reise soll ein 5-tägiger Aufenthalt werden. 11 junge Menschen nehmen an dem Ausflug teil. Am 29. Dezember 2015 stiegen sie in den Flieger und die Reise ging los. Ihr Flugzeug landete sicher im Flughafen von Pyongyang. Als die Gruppe das erste Mal auf nordkoreanischem Boden Fuß fasste, wurden sie zunächst einmal vom koreanischen Grenzschutz abgefangen. Die Studenten wurden aufgefordert, ihre Handys abzugeben. Auf Nachfrage für den Grund wurde ihnen mitgeteilt, dass ihre Telefone auf aufständische Nachrichten überprüft werden müssen. Nach einigen angespannten Minuten bekamen die jungen Menschen ihre Handys zurück. Sie durften die Grenzkontrolle wieder verlassen. Auf unmissverständliche Weise wurde der jungen Gruppe demonstriert, dass in Nordkorea andere Regeln herrschen. Die Kontrollmaßnahmen waren alles andere als ein herzliches Willkommen. Aber es sollte nicht die einzige Situation bleiben, in der die Reisegruppe realisierte, dass Fremde in Nordkorea eher unerwünscht sind. Und ganz im Speziellen Amerikaner. Als Teil des Ausfluges wurden Otto und die Mitreisenden über die USS Pueblo geführt. Ein amerikanisches Navy-Spionageschiff, das von Nordkorea 1968 beschlagnahmt wurde und heutzutage als obskure Touristenattraktion genutzt wird. Ein nordkoreanischer Guide erzählte ihnen von der Geschichte des Schiffes und seiner 82-köpfigen Besatzung. Der Guide ging auch darauf ein, wie das nordkoreanische Militär mit den amerikanischen Soldaten verfahren ist. Die Männer wurden misshandelt, gefoltert und kurz vor ihrer geplanten Freilassung ließ man sie verhungern. Willkommen in Nordkorea. Otto wurde langsam etwas klar, was er vorher vielleicht nicht wirklich bedacht hat. Er befand sich hier auf feindlichem Gebiet, was auch die anti-amerikanische Propaganda unmissverständlich widerspiegelte, die im ganzen Land verteilt war. Trotz aller Widrigkeiten versuchte Otto, sich auf die fremde Kultur möglichst unbefangen einzulassen. Und es gelang ihm. Er suchte, so gut es eben ging, den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Egal ob während einer Schneeballschlacht mit koreanischen Kindern oder der großen Silvesterfeier auf Pyongyangs Hauptplatz. In der Nacht auf Neujahr fand sich die Gruppe schließlich wieder in ihrem Hotel ein. Ein goldener Käfig, der auch als Alcatraz of Fun bezeichnet wird. 47 Stockwerke mit 5 Restaurants, Sauna, Wellnesscenter und eigenen Bowlingbahnen. Ein Entertainmentcenter, das über die umgebenden Arbeitslager und Hungersnöte hinwegtäuschen soll. Und in dieser Nacht erfüllte das Hotel seinen Zweck. Die Anspannung der jungen Reisegruppe war wie weggeblasen. Vergnügt begrüßten sie ausgelassen das neue Jahr mit Alkohol und guter Laune. Doch diese Silvesternacht sollte Ottos Leben für immer verändern. Alle Mitglieder wurden in das Flugzeug Richtung Heimat gelotst, bis nur noch Otto Warmbier und Danny Gratton auf den Check-in warteten. Danny berichtete später, dass ihm auffiel, dass die Kontrolle ihrer Dokumente eine gefühlte Ewigkeit dauerte. Er hatte im Gefühl, dass irgendetwas nicht zu stimmen schien. Dann näherten sich zielstrebig 2 Soldaten. Einer von ihnen tippte Warmbier auf die Schulter. Gratton scherzte noch, dass das wohl jetzt das letzte Mal sei, dass die beiden sich sehen würden. Er wusste nicht, wie recht er damit haben sollte. Otto wurde abgeführt. Als die Männer hinter ihm die Tür zum Verhörraum schlossen, wurde Warmbier seine Zukunft gewaltsam aus den Händen gerissen. Doch warum das alles? Den Grund lieferte ein pixeliges Überwachungsvideo, das zeigt, wie eine schwer erkennbare Figur im Hotel ein Propagandaplakat abhängt. Für Nordkorea ist klar, der auf dem Videomaterial zu sehende Mann ist Otto Warmbier. In Nordkorea gilt eine solche Tat als ein schweres Verbrechen.
Die Korean Central News Agency berichtete sogar von einem feindlichen Akt gegen Nordkorea. Der 19-Jährige wurde sofort in ein Gefängnis eskortiert. Als der Fall als Dringlichkeitsangelegenheit auf dem Tisch des Nordkorea-Beauftragten Robert King landete, war ihm schnell klar, Wombeer da rauszuholen, wird alles andere als leicht. Monatelang gab es kein Lebenszeichen mehr von Otto. Weder seinen Eltern noch den zuständigen amerikanischen Behörden wurde es erlaubt, Kontakt zu Wombeer aufzunehmen. Niemand wusste, wie es ihm geht oder was mit ihm passiert ist. Knapp zwei Monate später, am 29. Februar 2016, ein Lebenszeichen. Nordkorea veröffentlichte ein Video, das Wombeer in einem Gerichtssaal zeigte. Es war eine Pressekonferenz. Sichtbar gezeichnet von seiner Verzweiflung, wird Wombeer mit gesenktem Kopf an seinen Platz geführt. Umgeben von Blitzlichtgewitter, koreanischem Militär und einer Vielzahl unruhiger Journalisten. Unzählige Augen blickten auf den traumatisierten Wombeer. Das Geständnis, welches er für die koreanischen Medien ablegte, sprach für sich. Eine nahezu wortwörtliche Übersetzung ließ sich ungefähr so. Er habe seine leisesten Schuhe angezogen, die am besten zum Schleichen geeignet waren. Er hat sich damit Zugang zu einem abgesperrten Hotelbereich verschafft, um dort das Propagandaposter zu klauen. Der Auftrag wurde ihm von einer methodistischen Kirche und einer geheimen Organisation an seiner Universität gegeben. Seine Taten hatten zum Ziel, die Arbeitsethik und Moral der koreanischen Bevölkerung zu schwächen. Ebenfalls sei er aber beeindruckt von der humanitären Behandlung, die er trotz seiner Verbrechen vom nordkoreanischen Militär erfahre. Das waren seine Worte. Ein Haufen Bullshit zurechtgelegt vom nordkoreanischen Regime. Und nach seinem skurrilen Geständnis brach Wombeer in Tränen aus. Er wollte einfach nur nach Hause. Raus aus diesem wahr gewordenen Albtraum. Aber sie ließen ihn nicht. Am 16. März 2016 wurde sein Urteil gesprochen. 15 Jahre Gefängnis mit harter körperlicher Arbeit. 17 Monate lang gab es von Otto kein Lebenszeichen mehr. Juni 2017. Nachdem die Wombeers die Hoffnung fast aufgegeben haben, passierte es. Nordkorea entließ Otto in die Freiheit. Cynthia und Fred Wombeer konnten es nicht fassen. Schon bald würden sie ihren geliebten Sohn wieder in die Arme schließen. Es muss ein magischer Moment gewesen sein, als seine Eltern Ottos Flieger endlich auf amerikanischem Boden landen sehen konnten. Der Flieger kam zum Stehen. Langsam machten sich die Wombeers auf den Weg zu ihrem Sohn. Sie durften das Flugzeug mit als Erste betreten. Doch als sie sich dem Flieger langsam näherten, fielen ihnen irgendwann merkwürdige Geräusche auf. Sie waren laut, unkontrolliert und manisch. Und sie stammten von Otto. Sie waren nicht darauf vorbereitet, in welcher Verfassung sie ihn sehen würden. Ihr Sohn war an ein Bett gefesselt. Sein Kopf war kahlrasiert. In seinem Mund ein Ernährungsschlauch. Wie ein Tier reißt er aggressiv an seinen Fesseln und macht unmenschliche Geräusche. Er konnte nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Er war nur noch eine zuckende Hülle. Den Otto, den die Wombeers kannten, den gab es nicht mehr. Laut koreanischen Behörden aufgrund von Botulismus, einer seltenen schweren Lebensmittelvergiftung. Als er während seiner Erkrankung eine Schlaftablette zu sich genommen habe, sei er in ein Koma gefallen. Ein komatöser Zustand, in dem er sich bereits kurz nach seiner Urteilsverkündung Anfang 2016 befunden habe. Ein Zustand, den Nordkorea bis kurz vor seiner Auslieferung verschwiegen hat. Doch seine Eltern glaubten nicht an die Version der nordkoreanischen Behörden. Sie berichteten von Spuren der Folter an Ottos Körper. Seine Zähne sollen ausgesehen haben, als hätte man sie mit einer Zange verdreht. An seinem rechten Fuß sei eine große Narbe gewesen und seine Hände und Füße hätten völlig verformt ausgesehen. Sein Vater ist sich sicher, Otto kam nur zum Sterben nach Hause. Die Wombeers waren am Boden zerstört. Sie konnten nichts mehr für ihren Sohn tun. Den Schaden, den sein Gehirn erlitten hat, war einfach zu verheerend. 6 Tage nach seiner Ankunft in seiner Heimat starb Otto Wombeer. Er wurde nur 22 Jahre alt. Ein Gerichtsmediziner stellte schließlich eine mangelnde Sauerstoffversorgung des Gehirns fest. Was genau Otto in seinen kritischen Gesundheitszustand versetzte, ist bis heute unklar. Nordkorea ist bekannt dafür, seine Gefangenen zu foltern. Die Aussagen von Ottos Eltern würden diesen Verdacht decken. Doch konnte der US-amerikanische Gerichtsmediziner keine Spuren von Folter an Wombeers Körper feststellen. Trotz dieser Unklarheiten im Fall Wombeer steht jedoch eines fest. Nordkorea trägt die Hauptschuld am Ende dieses jungen Lebens. Der damalige Präsident Donald Trump kündigte Konsequenzen für Wombeers Tod an. 2 Jahre später traf er sich mit Machthaber Kim Jong-un zum Krisengespräch. Der Nordkoreaner erzählte ihm, nichts von dem Fall gewusst zu haben. Trump schenkte dem Diktator öffentlich Glauben und beendete damit klanglos das tragische Kapitel des Otto Wombeer.